Hallöle, meine lieben Zuschauer. Hallöchen, Hallöchen. Moment, ich mache mal ein bisschen das Fenster zu. Ja, willkommen, herzlich willkommen im Video, Leute. Ihr hört wieder mal was von mir. Ich habe jetzt schon eine Weile wieder nichts gemacht, glaube eine Woche oder zwei. Ich sag euch aber warum, weil das Wetter, das so laut bei dem. Ist das die blöde Wasserpumpe, was der da hat? Naja, egal. Ich glaube, das ist die Wasserpumpe, wo da so laut ist. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Da hat so eine Zusatzwasserpumpe da drin. Ja, und zwar haben wir keine Videos groß gemacht, weil, ich bin ehrlich, wir hatten ein scheiß Wetter. Also es hat nur mega brutal geregnet. Mega brutal. Und ich dachte mir, was soll ich da überhaupt für ein Video machen? Wir schrauben jeden Tag und sinnlos vom Schrauben irgendwelche Videos machen, finde ich langweilig persönlich. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Ja, also ich mag es lieber, wenn ihr ein bisschen Action seht, wenn wir ein bisschen Auto fahren und so. Und ja, deswegen dachte ich, ach komm, scheiß drauf, wir warten mal, bis das Wetter ein bisschen besser ist. Auf jeden Fall, bei uns hat es letztens mal geschneit vor zwei Tagen. Jetzt ist aber ab heute wieder alles total trocken. Und ja, ich kann wieder Probefahrt machen. So, ich habe hier einen Golf 2 R32 Turbo. Das Fahrzeug ist schon umgebaut gewesen auf R32 Turbo. Wir haben einiges geändert. Wir haben das Ding umgebaut. Es war eine KMS-Einspritzanlage verbaut. Die haben wir rausgebaut. Haben alles auf ECU Master Black umgebaut. Mit ADU 7 Display. Zeige ich euch gleich. Oder später, wie auch immer. Ich habe das Ding abgestimmt. Wir haben hinten einen Catchstang eingebaut. Und das Fahrzeug, weil er vorher die Pumpen vorne hatte, irgendwie. Und das haben wir ein bisschen umgebaut. Ja, und jetzt, Leute, mache ich einen Moment, ich muss mich kurz konzentrieren. So, alles gut. Ja, ich habe das Ding abgestimmt. Leistung haben wir reichlich. Will nicht unbedingt einen Befehl. Ja. Darf da nicht so arg drüber reden. Auf jeden Fall. Wir haben reichlich Leistung. Es ist leider nur ein Fronttriebler, Leute. Ja, wir haben den auch, der war umgebaut mit starren Nockenwellenrädern. Das haben wir alles raus, wir haben wieder alles auf Serie gemacht mit Nockenwellenverstellung, weil ich einfach finde, durch die Nockenwellenverstellung, kann ich die Nockenwellen viel früher öffnen und dadurch habe ich verdammt viel mehr Drehmoment unten rum bei niedrigerer Drehzahl und natürlich spricht dementsprechend auch der Lader früher an. Ne? Und haben wir wieder zurückgerüstet auf eine originale Nockenwellenverstellung. Ja, und ich habe die Kiste abgestimmt und jetzt mache ich endlich mal eine Probefahrt. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Woche gewartet, dass ich eine Probefahrt machen kann wegen Wetter. So, und jetzt fahren wir einfach. Oh, Alter, der Lader. Es ist, glaube ich, ein GT40 Lader verbaut. Und ich muss sagen, er kommt recht früh. Richtig geil. Sechster Gang, Vollgas. Und vor 3000 Umdrehungen, muss ich sagen, spricht er schon verdammt gut an, der Lader. Das war vorher nicht der Fall. Wir haben das Auto vorher gemessen. Und der Lader kam verdammt spät. So, ich drehe hier mal rum. Ich gebe mal so ein bisschen Gas. Ich bin ein bisschen erkältet, Leute. Es tut mir leid. Und später drehe ich mal die Kamera, schmeiß die mal nach hinten. Und damit ihr mal von ECU Master das ADU 7 mal das Display schön seht beim Fahren, finde es echt geil. Aber jetzt wollte ich erstmal gucken, wie das Auto so läuft. Aber es läuft echt super geil eigentlich. Wie ich immer sage, es ruckelt nicht, es zuckelt nicht. So, jetzt gib mir mal Gas. Dritter Gang. Räder drehen. Vierter Gang. Räder drehen. Oh, er geht gut, Leute. Er geht gut. Ich probiere es mal mit dem fünften. Wenn der Lader kommt, Achtung. Ja. Er reißt aber ganz schön am Lenkrad, Leute. Ja, leider lässt die Strecke nicht viel zu, Leute, hier.
Ich hätte am liebsten hätte ich so gern so einen eigenen Flugplatz oder sowas, wo man jeden Tag einfach schön ballern kann, ohne irgendwie Angst zu haben. Ne? Das wäre so geil, Leute. Das wäre so mein Wunsch, irgendwie so ein Haus irgendwo im Osten, mittendrin in der Pampa und so einen alten, vom Zweiten Weltkrieg noch irgendwie so einen alten Flugplatz von der Bundeswehr da irgendwie. Boah, das wäre ein Traum, sowas zu haben, so eigenes Ding. So, vor mir ist jetzt leider ein LKW. Ich fahre jetzt aber langsam wieder zurück mal an die Richtung Halle. Dann wechsel mal ich die Cam und dann hau ich die mal hinten rein. Auf jeden Fall, die Kiste läuft gut, Leute. Läuft richtig gut. Ja, sonst bei uns gibt es nichts Neues, Leute. Wir sind am Schaffen. Es sind alle immer wieder ein bisschen krank, erkältet. Ich bin jetzt auch ein bisschen erkältet. Ja, Dilo ist jetzt auch zu Hause seit gestern. Der hat vorgestern, war er ja da und hat geschraubt und hat nur heißen Tee getrunken. Da sagte Gockel, gestern war, der sagte, ich kann nicht mal, ich bleib mal liegen, jetzt 2 Tage im Bett. Dann ging es wirklich dreckig. So, jetzt geht's zurück. Wow. Geile Scheiße. Zack. So geil, Leute. Der Klang, ich weiß nicht, jetzt geht mir einer ab. Der geht gleich einer ab. Ich finde es immer schade, auf der Kamera kommt das nicht so rüber. Ihr müsstet mal in so eine Kiste mit drin sitzen. Diese Soundkulisse, es ist so mega. Vor allem an dem Drehzahlbegrenzer, wie schön der patscht und so. Mega geil, mega geil. Ja. So, Delle ist 70. So, vierter Gang. Vierter Gang und Vollgas. Wow. Er dreht sofort durch, Leute. Und die Straße ist trocken, also die Straße ist nicht nass. Und der fünfte auch noch, aber ja, da bin ich schon ziemlich schnell, das mache ich jetzt nicht. So, fahr mal zurück, dreh mal die Kamera und mach mal von hinten noch eine geile Aufnahme. Ja, später quatsch ich vielleicht noch ein bisschen was zu ADU und dann war's das schon. Also Moment, ich schalte jetzt gleich mal um, ne? Bis gleich, ciao. So Leute, gib mal Gas. So geil, Leute, so geil. Mega. So, ich drehe hier mal wieder rum. Leute, die Soundkulisse ist einfach genial, genial. So, ich glaube aber, dass der Sprit langsam leer wird. So, meine Lieben, ich bin wieder zurück. Ich bin jetzt schon seit, ich glaube, seit über einer Stunde locker zurück. Und jetzt habe ich wieder angefangen an der ADU, weil ich da noch ein paar Sachen programmieren muss. Ich zeige euch das nochmal. Das berühmte ADU. Ja, ich drehe eben mal die Kamera. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal das Fahrzeug. Ne? Ihr seht ja, R32 Turbo. Ja, wir haben den wieder umgebaut auf die Seriennockenwellenverstellung. Das kann man schön mit der Emo programmieren. So, jetzt gehen wir mal da rein. Jetzt zeige ich euch mal das schöne Stück. So, da ist das gute ADU. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera schön sehen kann. Na, hier habe ich mein Programm dazu. Also das ist praktisch wie ein Emo-Programm. So, hier habe ich das jetzt zum Beispiel über den MFA-Schalter gemacht, dass ich durch die Bilder switchen kann. Na, ihr seht ja, ich habe ja zum Beispiel jetzt ein komplett anderes Bild. ja, ich kann mir das hier programmieren, wie ich das haben möchte, Leute. Na, also ich habe jetzt das zum Beispiel da so eingestellt, dass er jetzt hier die 12 Volt hat. Hier hat er seinen Öldruck. Da oben haben wir Wassertemperatur. Da haben wir die Abgastemperatur. Er kann das switchen zwischen den Feldern auf jeden Fall.
Hier haben wir auch die Sprittemperatur. Also ich kann mir da beliebig da reinschieben, was ich möchte. Ne? Hier haben wir noch ein anderes. Das ist mal als Vordergrund. Auf jeden Fall, ich muss hier noch richtig viel programmieren. Und ihr seht ja, ich kann mir alles hier reinmachen, was ich möchte. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt mir hier den Blinker reingemacht. Ne? Hier haben wir das Licht. Ne? Wenn ich das Licht einschalte. So, da habe ich das Blinkerzeichen reingemacht. Das heißt, wenn ich blinke, blinkt es mit. Ne? Ich könnte ja auch zum Beispiel den Blinker einer rechts, Pfeil nach rechts machen hier und Pfeil nach links machen hier. Dann könnte ich hier noch Standlicht mit reinmachen. Und ach, Leute, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich kann mir zum Beispiel so wie die Spritanzeige, ich kann mir auch die Felder hier verschieben, wie ich das möchte. Ihr seht ja, ich verschiebe das hier auf dem Programm. Und da oben im Display verschiebt sich das auch, ne? Also man kann sich das da alles beliebig einstellen, wie man will. Also es gibt wirklich tausend Möglichkeiten. Ich bin jetzt auf jeden Fall gerade noch dabei, und zwar für die Kraftstoffanzeige, das genau einzustellen. Ja, ich habe mir dazu habe ich mir von einem gebrauchten Golf draußen, wo wir haben zum Schlachten, habe ich mir hier den Schwimmer ausgebaut, ne? Und möchte ich auf jeden Fall, man muss sich jetzt ganz genau einstellen, wann der Tank leer ist, wann der Tank voll ist, ne, wann wir die Hälfte haben. Und jetzt muss ich das in der Emo auf jeden Fall noch perfekt programmieren, dass wenn der Schwimmer jetzt, sag ich mal, auf Viertel hängt, dass der mir da um die 20 Liter oder was anzeigt. Das muss ich jetzt noch programmieren, das ist noch ein bisschen Spielerei. Aber Leute, einfach eine mega Sache. Das Programm ist halt für einen als Laie, sag ich mal, nicht einfach, ich muss mich da erstmal reinarbeiten. Dazu braucht ihr auf jeden Fall das USB-Token. Da seht ihr es. Damit könnt ihr das Ding auf jeden Fall komplett programmieren. Ne? Wo sind wir dann da gewesen? Da seht ihr, ich kann mir jetzt hier. Moment, Moment, Moment. Es ist immer so viel. Ach so, hier kann ich mir zum Beispiel auch das andere Display auswählen, ne? Dann wähle ich zum Beispiel hier Öldruck aus. Ich kann mir anstatt Öldruck, kann ich mir auch zum Beispiel hier die Spritanzeige reinmachen oder was auch immer, ne? Das kannst du auch alles beliebig hin und her schieben, wenn du möchtest. Was halt noch richtig geil ist, habt ihr vielleicht auf dem Video gesehen, wir haben da oben noch die Schaltanzeige. Ganz außen leuchtet es dann rot. Oder nee, war das innen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich meine, ganz außen ist dann rot, ne? Also praktisch, da ist die Schaltanzeige. Je mehr Drehzahl du fährst, desto weiter blinkt die Lampen nach außen raus, ne? Habt ihr im Video auf jeden Fall gesehen. Ja, so. Licht aus. Zündung aus. So, Leute. Nur so ein bisschen kurz was dazu. Vielleicht mache ich noch ein geileres Video, wenn da alles fertig ist. Es war jetzt nur mal auf die Schnelle. Also das ADU-Ding dann für ECU Master, top. Da hast du so viele Möglichkeiten damit. Das Ding funktioniert mit CAN-Bus. Du kannst es eigentlich in ein ziemlich neues Fahrzeug da einbauen. Da hast du alle Werte auf diesem ADU. Also Wahnsinn. Das Ding kann richtig viel. Und wenn da einer Interesse, Bock drauf hat, wir können das gerne einbauen, auch in den alten Zweier Golf. Da kannst du alles anschließen. Aber sage ich gleich dazu, Leute, ihr braucht 1000 Kabel, weil ihr braucht doch für jedes Lämpchen wie Standlicht, Fernlicht und Öldruck. Was, ihr braucht ja für jedes Ding 1000 Kabel. Ne? Also einfach ist es nicht, aber eine richtig fette Sache. Ja, es sind Notabschaltungen noch dabei und Motorcheck, Kontrolllampe und weiß der Geier. Also 1000 Sachen, Leute, 1000 Sachen. Mega geile Sache, ist nicht ganz günstig. Ich glaube, das Ding kostet um die 1300 Euro. Aber ja, der Spaß ist es auf jeden Fall wert, würde ich sagen. Ne? Ja, sonst gibt es nichts Neues. Ihr habt es ja gesehen, die Karre ist soweit fertig. Ein paar Sachen mache ich halt noch. Ich muss jetzt, wie gesagt, noch ein paar Sachen programmieren an der ADU. Und ja, und dann bin ich soweit fertig. Vom Abstimmen her bin ich fertig. Die Kiste rennt wie die Sau. Affengeil. Nur noch ADU ein bisschen. Ah, stimmt, was der Kunde noch wollte, hat er mir heute geschrieben. Er wollte auf jeden Fall noch Kilometerstand, dass ich den noch mit reinmache. Das geht auch. Und irgendein Logo von ihm. Den Logo kann man auch noch von ihm damit einfügen. Ne? Praktisch, wenn er die Zündung anmacht, dass von ihm irgendwie ein Logo da erscheint. Und Spielereien. Spielereien, meinen Augen ein bisschen Spielereien, aber geile Sache.
Ja. Ja, ich zeig euch mal noch so, was wir jetzt so noch ein bisschen gerade momentan machen. Also das ist mal die Kiste. Hier haben wir Moritz sein. Da hat der Max den kompletten Kabelbaum da rausgerissen, Leute, von ihm. Und hat hier komplett neuen Kabelstrang überall reingezogen. Und zwar hatte der Kunde hier, der Moritz, das Problem. Das Auto steht jetzt schon ein paar Monate hier, bin ich ehrlich, weil ich irgendwann keinen Bock mehr drauf hatte. Er hat mir das Fahrzeug hergestellt und die haben das selber verkabelt. Und jedes Mal, wenn ich damit gefahren bin, bin ich stehen geblieben. Ich bin einfach stehen geblieben, das Auto ist ausgegangen, nicht mehr angesprungen. Irgendwann ist es wieder angesprungen, dann lief es wieder. So, dann sollte ich nach verschiedenen Öldrucksensoren und alles gucken, alles. Mal geht's, mal nicht. Dann auf einmal springt das Auto nicht an, dann musst du es vorne überbrücken, dann springt es wieder an. Also, Katastrophe. Ich hatte irgendwann, dann habe ich das Fahrzeug auf den Prüfstand gefahren und dann ging alles, auf einmal geht das Auto wieder aus, dann geht die Anzeige nicht, dann geht das nicht und ein Durcheinander, du suchst dich tot. Vor allem, wenn du es nicht selber gemacht hast. Dann habe ich den Moritz gesagt, pass auf Moritz, ich habe die Schnauze voll, ich bin ehrlich, ich habe die Schnauze voll. Ich fummel da, wir suchen Fehler, wir finden aber nichts, weil dann müssten wir dazu deinen ganzen Kabelbaum auseinanderschneiden und da kann ja gleich einen neuen bauen. Auf jeden Fall hat der Moritz gesagt, weißt du was, Kockel, scheiß drauf, reiß das alles raus, das hat irgendwie ein Kumpel von ihm gemacht. Und ja, Max hat jetzt komplett alles rausgerissen, hat komplett neue Kabel gezogen, hat alles so angeschlossen, wie wir das immer machen. Und siehe da, das Auto läuft, er springt an, es hat keinen Trigger-Error mehr, alles funktioniert. So, jetzt muss der Max noch alles schön wickeln. Dann fahre ich die Kiste nochmal auf den Prüfstand und dann hoffe ich, dass alles funktioniert. Aber ich denke schon, weil jetzt ist sogar der Trigger-Error und alles weg. Also die haben da irgendwo an den Kabeln komplett Kogelmogel gebaut. Ne? Wo genau, weiß ich nicht. Ich habe dann gesagt, wir suchen gar nicht mehr länger und messen da alle Kabel durch. Wir schmeißen alles raus, machen alles einfach nochmal frisch, so wie wir das immer machen, weil da funktioniert es ja. So, hier das Auto, Leute, wollte ich euch auch zeigen. Das kennt ihr bestimmt aus dem Video. Und zwar der Ur-GTI. Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber das ist das Teil. Da mache ich auch mal ein Video drüber. Das Ding ist neu lackiert. Ihr seht ja hier, das Lenkrad ist nur provisorisch da drauf. Tittentacho alles drin, ne? Wir sind dann schon am Zusammenbauen. Ja, auf jeden Fall wird die Kiste jetzt gerade neu zusammengebaut. Er ist dreckig. Er stand, wo der Lackierer denn gebracht hat, hat es leider Gottes geregnet. Und da ist nur ein bisschen Staub drauf. Ich will nicht da dran anfassen, jetzt also vom Regen. Wenn das soweit fertig ist, dampfe ich den ab. Und dann machen wir den wieder auf jeden Fall schick. Weil so, wenn ich da jetzt irgendwie drüber fahre, verkratze ich den. Also, Leute, ich zeige euch das Ding mal von unten. Das ist perfekt gemacht. Also besser geht's nicht. Das Auto wurde, ihr habt's ja gesehen, da waren ja die Schweller durch, das Auto war komplett tot, eigentlich was für die Schrottpresse reif. Aber der Mann, wo das Fahrzeug gemacht hat, kam aus Polen. Moment, seht ihr das? Also alles wie neu. So, dalle. Also der Mann, wo den Golf gemacht hat, kam aus Polen. Ich sag kam, weil ja, ich hatte dem viel Sachen gegeben zu machen und es hat mich ehrlich gesagt mitgenommen, ziemlich. Sein Sohn war da vor ein paar Wochen, bei ihm steht auch noch ein Auto von uns und er ist verstorben, mit 61 verstorben, es weiß keiner warum, angeblich Herzinfarkt. So ein guter Mensch, ich habe den schon richtig ins Herz geschlossen. Er war vor allem, er war einen Tag bevor er verstorben ist, war er bei mir, hat noch Kotflügel geholt für ein Fahrzeug zum Anpassen und am nächsten Tag ist er verstorben. Sein Sohn war da, hat mir es erzählt, mir sind echt die Tränen gelaufen, ne? Weil so ein gutmütiger Mensch und ja, war echt eine harte Nummer, hat mich echt brutal getroffen. Ne? Auf jeden Fall, ja, mit 61 verstorben, weiß keiner warum. Ja, schade, aber naja, kann man es jetzt nicht ändern. Ich mache auf jeden Fall dem nächsten Video über das Auto. Ich heb das Auto mal hoch und zeige euch das von unten, was er da alles geschweißt hat. Er hat einen komplett neuen Boden rein, er hat die kompletten Achsaufnahmen, er hat Schweller innen, Schweller außen,
Radläuf innen, außen, also da ist alles neu gemacht worden und er hat es so perfekt gemacht, richtig geil. Also man denkt, das Auto kommt aus dem Werk. Ne? Also Wahnsinn, Wahnsinn, was der Mann da für eine Arbeit geleistet hat. Ne? So, was machen wir gerade noch so zur Zeit? Hier sind wir auch gerade dran. Ein Edition One Golf wird auf VR6 Turbo umgebaut gerade. Ja, da möchte ich auch noch zum Beispiel, wollte ich euch mal zeigen. Ihr kennt ja alle diesen Passat-Träger, ne? Den gibt's jetzt kaum mehr zu kaufen. Und wir haben da praktisch so eine Eigenentwicklung hier gebaut. Das wird jetzt, werden wir auf jeden Fall jetzt in Serie machen, weil den Passat-Träger mit dem runden Lager vorne, den bekommt man so schwer mittlerweile. Und jetzt haben wir da was gebaut und ich denke mal, das ist verdammt stabil. Das haben wir schon bei zwei Fahrzeugen so verbaut. Jetzt haben wir das, glaube ich, das dritte Mal gemacht. Und Moment. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt gesagt, wir lassen jetzt die Dinger komplett lasern machen, tun. Dann schweißen wir das nur noch zusammen und nehmen einfach den Frontträger, den originalen vom Golf 2. Den hast du ja in jedem Golf, wenn du einkaufst und willst, einen umbauen. Ne? Musst dann nicht extra einen vom Passat oder was kaufen. Und da kann sich jeder den Halter da vorne reinmachen, dann ist er auch stabil genug auf PU. Ne? So, Leute, ich denke, ich habe alles gesagt. Was gibt es sonst noch? Wir schrauben, machen, tun. Wir sind ein bisschen erkältet alle. Am Samstag wollten wir mal nach Essen auf die Motorshow. Sind am Überlegen, ob wir es machen oder nicht. Weil, ja, wir sind so ein bisschen, man soll da irgendwie den ganzen Tag mit der Maske rumlaufen und alles. Irgendwie sind wir uns noch nicht so ganz schlüssig, ob wir da hinfahren sollen oder nicht. Es sind von uns auch 400 Kilometer und ja, wegen da paar Stunden rumlatschen, ich weiß es noch nicht, wir wissen es noch nicht, wir werden es morgen sehen. Auf jeden Fall haben wir Bock, weil mir der Joe auch schon geschrieben hat und noch ein paar andere Leute, ob wir vorbeikommen auf die Essener Motor Show. Wir gucken mal, vielleicht tauchen wir am Samstag auf, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung, steht noch in den Sternen. Leute, ihr habt auf jeden Fall ein bisschen wieder was gesehen und ja, ich würde sagen, ich schalte jetzt ab und wir sehen uns im nächsten Video, ne? Und vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ne? Vielen, vielen Dank. Also bis dann, ciao.